Und ja, ich kann wirklich warten, bis er das gesamte Gold abgebaut hat, bevor ich ihn zum Goldschmied mache. Aber zum Eisenerz weiß ich noch nicht so recht. So, du baust hoffentlich das letzte Stück Straße da oben. Alles in Ordnung hier gerade? Nein, du wirst wieder abwandern. Kannst du vergessen? Jetzt wanderst du ab. Das kannst du auch vergessen. Die haben echt Probleme mit ihren Gesprächspartnern, habe ich das Gefühl. Aber ganz ehrlich, dass die Entwickler. Naja. Ich beschwere mich jetzt nicht weiter. Hier wird alles aufgebaut, wie es sein sollte. So, du bist erwachsen. Wir haben Bock. Und wir haben Knut. Knut wird unser Druide. Ah, wobei, wie lange brauchst du noch? Bist du erwachsen? Du wirst auch bald erwachsen. Das heißt, du heiratest Thorhalla, die hoffentlich vielleicht ein bisschen intelligenter ist als ihre beiden Vorgänger. Ja, weil wir haben zwei tote Frauen hier. Borg ist erwachsen. Borg wird Händler. Also erstmal Träger. Träger. Du kannst dann erstmal Holzwerkzeuge holen. Während Knut Farmer und Werkzeugmacher wird. Ja. Ja. So, du wirst Händler. Du wirst Farmer erstmal. So. Fürs erste die Route. Ja.
So, du ziehst auch da oben ein. So, Töpferei steht schon eine Weile leer. Wir kriegen aber jetzt langsam die Lehmklumpen wieder rein. So, tu die fast Bier aus. Das ist auch gut. So, Knut. Werkzeugschreiner noch. So. Du? Ja. Pizzasammler. So, du kannst da schon mal anfangen, Eisen zu schmelzen. Schusterei muss wieder Schuhe herstellen. Ja. So, das Zweifamilienhaus ist auch fertig. Ja. Du bist hungrig? Ein Zweifamilienhaus gebaut und hat gerade nichts zu tun. Hm? Ach doch, er baut jetzt die Pilzsammlerhütte. Gut, dann können wir das letzte große Bauvorhaben in Auftrag geben. Eine Kaserne. Mit Anbindung. Und ein Zweifamilienhaus für die Kaserne. Du lieferst jetzt gerade hauptsächlich das Bier ein, ne? Ja, Bier jetzt Holz, okay. Na komm, mach noch mal 9 Schuhe bitte. Und die Nahrung stellen wir jetzt auch mal auf 100. Du willst wieder in den Selbstmord rennen? Da habe ich definitiv was dagegen. Und ja, Stein kommt wieder rein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben mehr als genug Eisenerz, würde ich sagen. Wobei wir in der Mission dann wirklich viele, viele, ich glaube, ich würde so sagen 30 zu 15
Du machst jetzt erstmal den Pilzsammler, dass wir hier den Tempel errichten können. Aber ja, die Kaserne kriegen wir schon in der... Okay, in der Aufnahmesession wird sie wahrscheinlich nicht fertig werden, aber sie fängt schon mal an, ein bisschen fertig zu werden. Okay. Jawohl. Ja, das ist halt wirklich ein bisschen schlecht gemacht. Ja, bald haben wir unser ganzes Gold hier weg. Geschirr haben wir genug im Überschuss gerade. Du bist sehr erfahren und kannst trainiert werden, das ist auch gut. Wir haben so viel Weizen, dass jetzt Weizen eingelagert wird. Ach, gut. Na, geh nach Hause und iss, wenn du hungrig bist. Was dort? Geht sie jetzt hin? Ja. Mein Steinmesser ist jetzt auch hungrig gerade. Jetzt aber auch nicht mehr. Ja, nur noch mal überwachen, ob meine Wikingerinnen irgendwo abwandern. Nein, tun sie nicht. Gut. Pilzsammlerhütte ist fertig. Ja. Das sollte ich vielleicht noch in Auftrag geben. Du hast Eisenschmelzer erforscht. Oder erlernt, besser gesagt. Du bist hungrig, du gehst aber auch gleich essen. Und du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Ja, wie? Ja, dann warte ich noch, bis die drei Kinder da sind. Sicher ist sicher. Nicht, dass das aus Versehen gelöscht wird. Also mein Kinderwunsch. Und danach speichern wir. Und wir haben wieder eine Frau verloren. Und es war wieder die Frau des Müllers.
Gut, damit beschäftige ich mich dann aber erst in der nächsten Aufnahmesession, wenn ich dich zurückgeschickt habe. Gut. Das ist übrigens gerade reine Verzweiflung und keine Wut. Aber gespeichert haben wir jetzt, also mache ich einen Cut. Bis gleich.